Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Simulator 4 der Danny Splitters. Wir fahren heute ein Szenario aus dem gefühlten Eisenbahnerlebnis, und zwar fahren wir unseren RE von beziehungsweise ja unseren RE von kurz nach Ingelheim nach Mainz Hauptbahnhof. Ein kurzes, aber schönes Szenario, finde ich, vor allem mit diesem Zug hier. Wir können mittlerweile auch gleich die Türen schließen in gut 30 Sekunden. Und ja, die Passagiere steigen aus und ein. Die Türen geöffnet und ich würde sagen, gleich geht's los. Es ist ein sehr schöner Tag, wie ihr seht. Die Leute haben kurze Sachen an. Es ist sonnig und ich würde sagen, ob wir gleich zu spät losfahren, nochmal wieder auf die Uhr gucken. Wir haben soweit, oder ich habe soweit alles eingestellt. Alles, was es aufzurüsten gibt, habe ich aufgerüstet. Und dann können wir gleich loslegen. So. Bin verriegeln. Und dann würde ich sagen, los geht's. Die Tür verriegeln, was soll das denn? So. Auf geht's. Bremsen lösen. Langsam aufschalten. Wollte gerade sagen. Erste Station, Heidesheim. Wunderschön, wunderschön. Geht's hin mit unserem RE? Wunderbar. Ich hatte heute ein paar Probleme mit der BR-110. Irgendwie war die nicht mehr installiert, warum auch immer. Ich bin dann einfach auf Zusatzinhalte gegangen. Hab das einmal weggeklickt und wieder angeklickt, beziehungsweise den Haken wieder gesetzt, und dann war sie wieder da. Kann euch leider nicht sagen, woran das lag. Wahrscheinlich ein Bug im Spiel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde mir die im Spiel als nicht vorhanden angezeigt. Also es war ein X, ein rotes X, und ja. Musste ich halt diesen Weg nehmen. Dürfen wir den Fahrmotorlüfter anmachen. Oh, Gegenzug, sehr schön. Die wird schon da. 2,3 Kilometer noch.
mehr. 140 dürfen wir sowieso nicht. Muss schon mal abschalten. Weil wir nämlich gleich da sind. Heidesheim, Bahnsteig 1, der erste Halt. Leicht verbremst, habe ich dich gesehen, das Ziel. Die Sonne doch etwas geblendet. So, da wären wir. Ja, es geht noch. Aber irgendwie reagiert er manchmal. Ich habe doch die Tür entriegelt. Ich verstehe es nicht. Ich soll nicht so viel telefonieren, einsteigen. Also geht doch. Nimm dir Platz. Da steigst du wieder aus und bist auch nicht ganz sauber. So. Ich denke, wir haben es dann. Können sie lösen. Weiter geht's. Nächste Station sind wir schon Mainz Hauptbahnhof. Sagt ein kurzes Szenario aus dem gefühlten Eisenbahnerlebnis. Wunderschön, wunderschön. Was freue ich mich auf die 218, wenn die wirklich kommt? Das wäre wirklich mega geil. Zusammen mit dem N-Wagen. Silberlinge am besten noch. Traumhaft. So, 120 wollen wir ja mindestens fahren. Hier 140. Kann man jetzt mit dem neuen Feature, mit dem neuen Update wunderbar ablesen, wie schnell man ist. Links oben an den ganzen Anzeigen. Die Zeit fahren wir jetzt wirklich glatt 140. Wer darf dieser Zug eigentlich auch nicht? Ihr seht es da oben. Aber ich habe euch ja schon mal gezeigt, wozu diese Lok imstande ist. Die fährt locker 170, wenn sie will. Oder wenn man es zulässt. Von daher ist das alles kein Problem.
wunderschön, wunderschön. Ich finde diese Perspektive auch richtig schön, vor allem weil man so etwas weiter weg sitzt und man hat so ein bisschen, ja, finde ich, besseren Überblick. Und ich finde das richtig schön. Also ist wirklich eine wunderschöne Lok, die 110 ist immer wieder wunderbar fahrbar. Also ganz, ganz schön. Eine schöne alte Lok, muss man wirklich sagen. So, 4 Kilometer noch circa. Dann wollen wir dann natürlich hinkommen. Haben wir soweit geschafft. Sind wir gleich in Mainz. So 80. Ich werde auch ein klein bisschen Zeit lassen. Wobei, wir sind ja jetzt gleich auch schon im Bahnhof. Wir werden dann abschalten. So ein bisschen ausrollen lassen hier. Und ein bisschen bremsen. Wir schon mal so ein bisschen in die Richtung kommen hier. Fahren wir schön in den Mainzer Hauptbahnhof ein. Wunderbar. Steht hier links, rechts ein schöner IC. Da sind wir schon in Mainz.
war das kurze Szenario aus dem geführten Eisenbahnerlebnis. So, da wären wir. Die Türen. Ach hier, auf jeden Fall ein Fahrmotorlüfter aus. Ist auf jeden Fall besser für die Fahrgäste. Da finde ich, haben wir gar nicht so schlecht angehalten hier. War es das mit unserer kleinen Reise? Wir gehen hier noch die Türen und ich denke, war es das? Ja. 17 Minuten haben wir gebraucht für diese kurze Reise mit dem Zwischenhalt in Heidesheim. Gold haben wir erhalten, ist ganz ordentlich. Wie gesagt, das war das kleine Szenario aus dem geführten Eisenbahnerlebnis. Ich kann euch das ja mal kurz zeigen, wie das alles so verstanden geht. So, ihr seht's hier. Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. Ja, jetzt habe ich wieder lauter X. Ich weiß nicht, woran das liegt. Könnt ihr mir das sagen? Ich kann euch das leider nicht sagen. Könnt ihr mir sagen, woran das liegt? Naja, auf jeden Fall sind wir. Das habe ich gefahren. So, das haben wir abgeschlossen. Jetzt müssen wir noch einige. Kurzschluss, da habe ich jetzt das gefahren. Da war noch einiges zu tun. Ihr seht's. Und dann, wenn das abgeschlossen ist, das habe ich abgeschlossen. Das müsste ich noch machen, um hier freizuschalten. Und das wiederum freischalten. Also das fahren, damit ich dieses hier freischalte. Ja, ich möchte jetzt nochmal so nach und nach hier so ein bisschen freischalten. Mal gucken, was dann passiert. Ihr seht es ja selber, ich habe einiges zu tun. Aber warum ich hier das habe, das kann ich euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Es will mir nicht in den Kopf, woran das liegt. So, die ist wieder gesperrt. Strecke ist auch gesperrt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Hier, ich kann nur zu Fuß. So, die Strecke. Ich weiß nicht, was das zu sagen hat. Ich kann es euch leider nicht sagen. Aber auf jeden Fall hat es jetzt wahrscheinlich aufgehangen. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Schönen Sonntag, passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu, bis zum nächsten Mal, euer DD gespielt das. Wenn ihr mir sagen könnt, woran das liegt mit der BR110 und der Strecke Bremen-Oldenburg, sagt mir, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich weiß es leider nicht, was ich da gemacht habe. Ja, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, euer DD gespielt das, macht's gut, ciao, servus und tschüss.